Get in. Oh, Alec. Yes, Mann. Oh. Junge. Ey. Alter. Oh, Scheiße. Jo, Mitte. Slingen sind wir bei 23,5. Also safe über 20 Kilo wieder. Gerade der vor der Tür steht. Ja, dann komme ich jetzt runter. Bis gleich. Okay, tschö. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem fürchterlich verregneten Frankreich. Der Nico sitzt am Steuer gerade. Ich bin die erste Etappe gefahren. Jetzt habe ich mal zwischendurch ein bisschen gepennt. Das war auch nötig, weil wir sind zu einer geradezu unmenschlichen Zeit losgefahren. Kurz nach zwei heute Morgen ging es los und wir sind auf dem Weg in Richtung Bordeaux zum Etang de Châtelier, so heißt das Gewässer. In wenigen Tagen ist Silvester. Wir haben jetzt noch ein paar Tage vorm Jahreswechsel und das hat sich mega spontan ergeben, dass wir losgefahren sind. Wir wollten zusammen angeln gehen, das stand fest. Wir haben gedacht, okay, wir gehen vielleicht irgendwo lokal an den Baggersee, an irgendeines unserer Vereinsgewässer. Aber irgendwie hat uns das nicht gereicht. Und dann habe ich ein bisschen die Fühler ausgestreckt, ein paar Kontakte bedient und schwuppdiwupp kam auch schon eine Einladung zum Etang de Châtelier. Da sind wir beide noch nie gewesen. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Aber dieses Gewässer fällt aus einem ganz bestimmten Grund definitiv ins Raster. Es ist ein sehr flacher See, tiefste Stelle, ich glaube 3,70 Meter, 4 Meter so ungefähr. Wenig Struktur, ein Stausee, 20, 30 Hektar groß. Und wir kriegen jetzt gerade eine extrem milde Tiefdruckphase. Starker Südwestwind, wir haben jetzt gerade schon hier auf dem Autothermometer 13 Grad. Morgens um, was haben wir jetzt, 9 Uhr. Und das ist natürlich für Ende Dezember schon ziemlich krass. Es soll über 16 Grad werden, nachts teilweise über 10 Grad. Also sehr, sehr mild, mit viel Wind, an einem Gewässer ohne Struktur. Da hoffen wir uns natürlich, dass die Fische ordentlich in Fahrt kommen, ordentlich in Bewegung geraten. Und ja, das ist der Plan. Ein paar richtig fette Winterkarpfen fangen. Denn in dem See gibt es auf jeden Fall ein paar. Es ist ein kommerzielles Gewässer mit einem ganz guten Fischbestand. Der See gilt als recht tricky, weil er auch sehr viel natürliche Nahrung hat. Aber wir spielen natürlich noch einen Vorteil aus. Wir sind wahrscheinlich ziemlich alleine dort. Also das hoffen wir jedenfalls. Und das ist so ein bisschen der Plan. Also ich bin letztes Jahr im Dezember schon mal an einem kommerziellen Gewässer gewesen und habe dort schon mal an einem Pay Lake im Winter geangelt. Und mir ist aufgefallen, was das für krasse Vorteile haben kann, solche Gewässer eben genau dann zu beangeln, wenn sie kaum mehr Angeldruck erfahren. Natürlich ist da auch Winter, natürlich ist es da auch kalt, aber es gibt viele Fische, eine ganz andere Konkurrenzsituation ums Futter. Und ich hoffe sehr, dass wir da einige dieser Trümpfe ausspielen können. Aber jetzt haben wir erstmal noch gute anderthalb Stunden Fahrt vor uns. Und da bin ich sehr gespannt, was uns erwartet. Fakt ist, es wird regnen. Nice to meet you. Hi. Also, das Wetter könnte nicht ekelhafter sein, aber auch nicht geiler, um zu angeln. Ich filme das hier jetzt mal mit der GoPro, weil ich die andere Kamera gar nicht auspacken will. Wir wurden hier super, 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 super lieb empfangen. Haben gerade noch einen Kaffee getankt und uns entschieden, dass wir auf die Stellen 1 und 2 gehen werden. Das ist, wenn ich das hier mal so drehe, irgendwo da im Hintergrund wird man ja gleich, oh kacke, jetzt ist die ganze Linse nass. Ja, clever, Herr Paschmann, sehr clever. Genau, das werden wir machen, da haben wir viel Freiwasser vor uns. Und dann werden wir mal gucken, was wir aus dieser murkigen, braunen Brühe rausdrehen, oder Junge? Hast du Bock? Ich hab Bock, jetzt hab ich richtig Bock. Bock. Okay.
Jo, wir sind an Stelle 1 angekommen und wir müssen jetzt mal langsam anfangen zu angeln, weil da drüben sitzt einer, irgendwo da hinten, und der drillt gerade. Und das schon das zweite Mal. Oh, wir bauen Fallhöhe auf. Come on. Also Auto ausladen. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar geile Reibekuchen. Das sieht auch verdammt geil aus. Wetter ist geil. Regen, Wind. Eigentlich passt alles. Bedingungen passen für Dezember. 13 Grad, ne? Das ist 14 Grad, was willst du eigentlich mehr? Es ist so angenehm hier draußen. Morgen danach. Es hat gestern ja einfach nicht mehr aufgehört zu regnen und heute ist alles anders. Ich bin irgendwann heute Morgen gegen 6 das erste Mal wach geworden und es war kein Windgeräusch mehr da und ich gucke raus und ja, alles hier liegt spiegelglatt. Guckt euch das an. Das ist wirklich mal ein krasser Wetterwechsel, der sich hier vollzogen hat. Ja, gegangen ist nichts. Ein paar Pieper. Schnurrschwimmer, keine Ahnung. Extrem viele Weißfische sind hier. Man sieht auch Rotaugen ohne Ende an der Oberfläche. Also es ist das pure Leben. Die haben auch gerade das Paradies, weil das Wasser ist wirklich, man sieht es ja, es ist kaffeebraun. Und insofern haben die Kormorane natürlich auch ihre Probleme, die Biester hier im Freiwasser zu fangen. Als Rotauge würde ich hier gerade eine Party im Freiwasser feiern. Und das passiert auch. Dementsprechend müssen wir uns mal angucken, wie unsere Hakenköder aussehen. Und ja, ob das so clever war, mit Dosenmais und Hanf und Teig zu arbeiten, keine Ahnung. Die Viecher scheinen ja schon sehr aktiv zu sein. Wir werden es sehen. Nico hat es geschafft, lange wach zu bleiben. Der hat sich eine Serie reingezogen und ist irgendwie bis 2:30 oder so noch wach gewesen. Er hat 4 Fische springen hören. Und die waren ja entsprechend in unserem Areal, weil er hat sie tatsächlich trotz dieses krassen Sturms ja auch springen hören. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es war auch ein wirklich guter Fisch dabei und es waren auch tatsächlich Fische in den Arealen, wo wir letztlich jetzt auch angeln. Ob der Typ drüben was gefangen hat, können wir natürlich nicht sagen, haben wir jetzt nicht mitbekommen, jetzt im Laufe des Morgens bisher nicht. Fakt ist, bei uns ist es definitiv still geblieben. Immer tricky, das Wasser hat jetzt 10 Grad an der Oberfläche, das ist wirklich krass auch für die Jahreszeit, ne? Also wenn man überlegt, wir haben jetzt den 30. Dezember heute, genau, morgen ist der Silvesterabend und wir haben solche Wassertemperaturen, schon verrückt, die hast du hier normalerweise auch nicht, wir sind ja schließlich nicht in Südfrankreich. Und es wird hier auch schon deutlich kälter gewesen sein. Das heißt, die Brühe hat sich jetzt wieder erwärmt. Es ist durch den krassen Regen sehr, sehr viel Wasser reingekommen. Der Wasserstand ist um 70 cm gestiegen insgesamt. Und der fällt jetzt aktuell wieder. Ist also warm, trüb und hoch. Und durch den Sturm wurde alles krass durchmischt. Die Fische sind definitiv in Bewegung gekommen. Die können sich hier auf keinen Fall vor der entstehenden Unterströmung verstecken. Das Gewässer hat wirklich keine Struktur. Und haben entsprechend Energie verbraucht und wir hoffen jetzt natürlich sehr darauf, dass die Fische Knast haben, dass sie Hunger haben, dass wir was fangen können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren eigentlich überzeugt davon, dass wir auch schon ja, in der ersten Nacht oder relativ schnell sogar gestern schon Fische fangen, weil ich meine, letztlich ist hier doch alles recht überschaubar.
Wir haben einen Platz im Hauptkörper gewählt, das ist das hier hinter uns. Und man kann dieses Gewässer eigentlich sehr, sehr gut vergleichen mit den nordfranzösischen Flachlandseen im Elsass zum Beispiel oder bei Langres. Die sind alle sehr, sehr ähnlich, die sind halt noch eine Ecke größer. Und da ist es letztlich auch nichts anderes als Freiwasserangeln auf diesem super, super produktiven Schlammboden, den du da hast. Ne? Den hast du hier halt auch. Das ist so ein lehmiger Schlammboden, randvoll mit Mückenlarven. Das Wasser ist ja nicht tief, tiefste Stelle ist bei 3,50 Meter laut Echolot. Aber eigentlich ist hier alles, wo wir die Routen abgelegt haben, so zwischen 2,40 Meter und 3,20 Meter tief. Und überall ist eigentlich dieser produktive Lehmboden. Und die Seebesitzer haben uns schon erzählt, dass es hier manchmal sehr tricky sein kann, wegen der Menge an natürlicher Nahrung in diesem Boden. Die Fische müssen eigentlich nichts anderes machen, als da unten ein bisschen wühlen und sie werden fündig. Und deshalb sind die Abwachsraten hier auch so gut. Und das gilt natürlich auch für alle diese bekannten öffentlichen Flachlandseen. Genau deshalb sind die Fische groß, weil diese Böden eben immer sehr, sehr viel natürliche Nahrung produzieren. Ja, aber egal, nichts gefangen nach einer Nacht. Macht jetzt erstmal überhaupt nichts. Wir haben ja schließlich noch Zeit und es ist Winter. Wir haben also die besten Ausreden, die man haben kann. Und abgesehen davon ist alles geil. Wir sind gestern super, super herzlich empfangen worden. Das war mega nett. Die beiden, die den See hier haben, sind super cool. Das Gewässer ist sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich, klar, es ist kaffeebraun aufgrund dieses Sturms. Aber ansonsten, Etang de Châtelier, wirklich sehr schön. Eingebettet in so eine leicht hügelige Landschaft, in zwei Arme aufgeteilt. Sieht geil aus. Buchen kann man den See übrigens über Angling Escapes. Den Menschen dahinter, den habe ich in Spanien mal kennengelernt. Der lebt am Orellana. Cooler Dude, über den kam jetzt auch der Kontakt hier zustande. Und ja, ich hatte meinen ersten Kaffee, das merkt man, ich habe wieder Energie. Und ich glaube, der Nico zaubert da gerade schon den nächsten. Der Tag könnte nicht besser beginnen. Na? Ah, da ist der Barista wieder am Werke. Naja, erstmal so viel Kaffee trinken, dass ich mich aus meinem Schlafanzug hier langsam mal rausbewegen kann. Mhm. Damit wir hier mal ein bisschen auf Trab kommen. Hast du Bock? Ich hab Bock, ja. Ich hab Bock auf ein Frühstück. Lass mal ein schönes Porridge machen. Genau, schön mit frischen. Und dann mal die Rods abchecken, würde ich sagen. Lass mal gucken, wie die Hakenköder aussehen. Ja, ich bin mal gespannt mit den ganzen Rotaugen, was die davon übrig gelassen haben. Mhm. Viel kann das eigentlich nicht sein. Aber jetzt machen wir erstmal noch einen guten Kaffee. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir sind im Game, Digga. Wir sind im Game. Das war jetzt echt erstaunlich, was hier abging. Wir haben gerade die Seebesitzer zu Besuch. Das Wetter hat sich sowas von komplett geändert. Ja, und so out of the blue kam bei Nico der Biss. Auf der Route, von der wir auch gedacht haben, dass die echt ziemlich heiß liegt. Wirklich genau in der Mitte, ja, denke ich mal, des Gewässers. Also wenn man hier eine Stecknadel als Mitte in dieses Gewässer setzen würde, würde man wahrscheinlich genau dort diese Stecknadel positionieren. Da kam jetzt wirklich der Biss. Und heute ist der, damit ich es nicht wieder falsch sage, 30. Dezember. 30. Dezember und ich habe ein T-Shirt an. Es ist krass. Es ist wie im April, wenn mal so richtig geiles Sonnenwetter schon ist. Und es hat einer gebissen, Digga. Ja, ha? Sehr, sehr geil. Weißt du, was das Beste ist? Was ist das Beste? Was richtig krass ist? Ich meine, jetzt so die letzten anderthalb Stunden, eine Stunde, kam es immer mehr Aktivität rein. Wir haben immer mehr Fische gesehen. Und die meisten Fische tatsächlich bei uns im Areal, ne? Ja, viele Fische bei uns im Areal. Also wir bleiben hier, wir bleiben dran. Ist doch alles wieder gut. Ich bin so happy. Alles, Mann, ist wieder gut. Ich bin so happy. Das ist nice. 30. Dezember. Morgen ist einfach Silvester. Und wir sitzen hier im Pulli in Frankreich. Spontaner Trip wirklich. Wir haben die Wetterbedingungen gesehen und haben gedacht, jetzt müssen wir los. Die erste Nacht haben wir dann richtig schön geblenkt. Und jetzt wirklich, nachdem die Sonne rauskam, Aktivität hat sich ein bisschen was gesteigert. Zack! Mega cool, Mann. Richtig Bock auf mehr davon.
Schicke rote Weste, hab ich auch, ist die beste. Ja, Mann. Richtig hübsche Jungs am Boot. Kurz die Orientierungsboje gestellt. Und jetzt geht's wieder los. Erfolgsroute wieder als erste ins Rennen gebracht. Hä? Alter, wie sich das Wetter geändert hat, wenn man das mal vergleicht mit gestern. Unglaublich. Was, ne? Gestern sind wir noch richtig geschüttelt und geshakt worden. Krass, ja. Und jetzt sind wir hier so richtig schön. Wir haben das Gefühl, es kann natürlich auch täuschen, das ist im Moment echt schwierig, ne? Weil es ist 10 Grad Wasser und es fühlt sich an, als wäre es irgendwie April, aber es ist Ende Dezember, morgen ist Jahreswechsel. Es ist tiefster Winter und es war hier auch zwischenzeitlich schon bitter kalt. Das Wasser hatte wahrscheinlich auch schon nur 6 Grad. Aber wir haben das Gefühl, dass wir die Fische noch nicht wirklich gefunden haben. Es sind zwar welche aktiv, Nico hat jetzt den ersten noch gefangen und wir haben auch erst eine Nacht geangelt, dennoch glauben wir, dass du bei solchen Ausnahmebedingungen im Dezember theoretisch auch ein richtig krasses Ergebnis haben kannst, wenn du wirklich komplett mitten im Fisch angelst. Und der See hat viele Fische, die gilt es irgendwie zu finden. Also klar, es ist eine Luxussituation, wir sitzen da nicht schlecht, der erste Fisch ist gelaufen, alles ist safe. Dennoch, ich werde jetzt hier mal die Arme abrudern und mal jetzt ganz flach hinten reinrudern, wo Regenwasser auch reinkommt und sich das Wasser auch entsprechend wahrscheinlich noch schneller erwärmt. Und mal schauen, ob ich da irgendwas finde, was sehe, vielleicht ein paar Bläschen hochkommen sehe, vielleicht tatsächlich sogar Fische finde. Und ja, wir wollen nichts dem Zufall überlassen und wollen wirklich Gas geben, um hier auch definitiv noch was rauszuholen, wenn wir schon mal die Chance haben, hier an einem Gewässer wie dem hier zu angeln, wenn hier kein Angeldruck drauf ist. Ich bin jetzt mal bis ganz hinten in den Arm reingefahren und hier ist es so flach, dass die Paddel sogar den Boden berühren. Aber es ist auch krass, wie alles hier überflutet ist, ne? Also ich meine, gut, der See hat jetzt 70 cm über normal, dann hast du schon deutlich mehr Wasser drin als sonst. Und es sieht auch mega geil aus, wegen der ganzen Bäume, die ins Wasser hängen. Hier jetzt ganz hinten drin habe ich das Gefühl, es ist zu flach. Ansonsten hätte ich jetzt auch Fische gesehen. Normalerweise hätte ich dann Bugwellen rausgehen sehen müssen. Das ist nicht der Fall, aber so in diesem Areal hier am Eingang von diesem, ich sag mal, Ende dieser Bucht, hat es schon ab und zu bubbelt. Es sind sehr viele Wasservögel unterwegs. Du hast, Kormorane hast du tatsächlich doch einen recht großen Schwarm. Die habe ich jetzt natürlich verscheucht, aber die scheinen hier noch erfolgreich jagen zu können. Haubentaucher waren richtig viele am Start, das sind bestimmt 15 Stück gewesen. Also viel mehr Wasservögel als in dem Seeareal, wo wir uns da hinten aufhalten. Und wenn hier sehr viele kleine Fische sind, können ja natürlich auch gute Fische sein. Zudem ist es hier ein kleines bisschen wärmer. Also wirklich nur Nuancen wärmer als da hinten in dem Areal. Was aber auch für das Areal hier spricht. Naja, ich werde mir jetzt auch den anderen Arm nochmal angucken. Und jetzt in Ruhe nochmal hier raus paddeln und schauen, ob ich vielleicht auch irgendwo oben was sehe. Ab und zu sehe ich mal ein paar Bubbles hochkommen. Aber gut, das hat nicht zwangsläufig was zu bedeuten. Und dann... Wenn keine ganz kleinen Indizien kommen, dann werde ich mich mit Nico beratschlagen und dann muss letztlich das Bauchgefühl entscheiden. Schauen wir mal. Das sieht aus, als hätte ich hier einige Fische gefunden. Das ist der ganze Fischbestand des Sees, wenn du mich fragst. Wenn du dir das anguckst, drehst du durch. Wahnsinn. Kinder, oder? Wahnsinn. Ich bin jetzt den größeren Arm gar nicht mehr so richtig krass reingerudert. Einfach weil ich so irre viele Sicheln auf dem Echolot hatte, dass ich dachte, hey, hör mal, die sind hier im Freiwasser. Ich habe die da hinten gefunden, da war alles voll auf einmal. Und dann dachte ich mir, okay, also entweder wir müssen moven und sie dort beangeln. Oder du schaust besser mal da, wo wir aktuell angeln mit dem Echolot, ob du da auch so viele Sicheln und entsprechend Fische findest. Sollte das nämlich der Fall sein, dann haben sie nur einfach gar keinen Bock, sind aber da.
Und genau das habe ich jetzt gemacht, bin jetzt mal hier reingerudert und jetzt gerade ist mal ein Areal, wo etwas weniger auf dem Lot zu sehen ist. Aber Fakt ist, ja, die sind hier genauso. Die haben nur einfach keinen Bock, die stehen eher etwas flacher. Ich zeige das jetzt mal gerade kurz mit der GoPro und dann fahre ich auch wieder zurück zu Nico ans Ufer. Moment. Offensichtlich halten sich auch hier sehr, sehr, sehr viele Fische auf. Ungefähr genau da, wo wir auch angeln. Aber sie haben anscheinend einfach nicht so richtig Bock zu fressen. Das kann allerdings noch kommen. Zumindest sitzen wir hier nicht ganz falsch und haben ja auch schon was gefangen. Jetzt gilt es nur noch, das Beste daraus zu machen. Aber ich denke, Moven bringt uns jetzt wahrscheinlich doch nicht so unbedingt weiter. Lieber noch eine Nacht probieren und morgen moven. Ja, Entscheidung ist getroffen. Wir bleiben auf jeden Fall die Nacht jetzt hier noch auf dem Spot. Es macht keinen Sinn. Also das ganze Freiwasser ist voll mit Fisch. Nico hatte ja auch ein paar oben gesehen. Also das hat sich schon bestätigt. Die sind halt einfach nur nicht in Grundnähe. Und die Idee ist, dass wir jetzt gleich zwei von meinen Routen auf jeden Fall mal kontrollieren. Die Hakenköder wechseln, da ein bisschen Variation reinbringen, ein bisschen mit Farben spielen und auf einen auch mal eine Tigernuss anbieten. Genau, und dann bleibt immer noch die Option Sigrix. Aber das Wasser ist halt einfach sowas von kackenbraun. Da wird es sehr, sehr schwer wahrscheinlich auf Six was zu fangen. Vor allen Dingen, wenn man die Single Hookbait stellt. Darauf sind wir nämlich auch überhaupt nicht eingestellt, an so einem See wie dem hier mit Six zu angeln. Aber die Option steht auf jeden Fall noch im Raum. Noch gibt es einige Möglichkeiten und wir sind sehr, sehr gespannt, wie die Fische jetzt auch zum Abend und zur Nacht hin auf diesen Wetterwechsel reagieren. Jetzt gibt es aber vor allen Dingen erstmal eine richtig fette, geile, leckere Nudelpfanne. Die Routen jetzt eben hier von mir. Dazu paddeln wir einfach genau da drüber. Also genau da liegt die Route jetzt. Und damit es auch genau da wieder hinkommt, damit wir jetzt hier nicht übertrieben viel Futter reinwerfen, setze ich da kurz eine Boje und sehe, ich hätte sie auch liegen lassen können, weil die lag mit Sicherheit nicht verkehrt. Sieht auf jeden Fall ziemlich unangetastet aus. Hier wechsle ich jetzt mal einen Köder. Da kommt meine schön durchfermentierte, vollkommen vergorene Tigernuss drauf. Mit einem kleinen gelben Fake Food. Punktuell einiges an fermentierten Partikeln. Mal gucken, ob das was bringt. Ne? Und Teig. Tada. Die Route kommt jetzt extra mal mit einem größeren Köder. Also nicht mit einem 15er, sondern mit einem halb 20er mit einem auffälligen Weißen. Einfach weil das Wasser so wahnsinnig trüb ist und ich die Erfahrung gemacht habe, dass so etwas größere Köder dann etwas effektiver sein können. Na ja, guck mal. Ja, zwei Nächte sind jetzt rum. In zwei Nächten ein Fisch, das ist weniger als wir uns eigentlich erhofft haben. Vor allem, weil wir genau wissen, was in diesem See hier eigentlich rumschwimmt an Fischen. Wir versuchen jetzt durch den Platzwechsel einen besseren Winkel zu bekommen, die Routen weiter zu fächern. Hoffentlich ein Areal zu finden, in dem die Fische wirklich fressen oder aktiv sind, in dem wir wirklich die Chance haben, Fische oder Bisse zu bekommen. Deswegen heißt das jetzt alles wieder zusammenpacken. Teilweise Sachen ins Auto schmeißen, teilweise Sachen ins Boot schmeißen. Dann geht es auf die gegenüberliegende Seite. Da geht es dann wieder darum, alles wieder aufzubauen. Routen wieder neu zu legen. Alles fertig zu machen. Aber erstmal warten wir jetzt noch die heiße Zeit ab. Weil gestern kam der Biss um kurz nach 12. Jetzt haben wir auch so kurz nach 12. Deswegen warten wir jetzt mal noch. Warten noch ungefähr
Stündchen, auf anderthalb Stündchen nehmen die heiße Phase mit, um halt wirklich den Tag nicht zu verlieren. Dann geht es darum, die Routen rauszuholen, rüberzufahren, alles neu auszudenken und dann mal zu gucken, wie es weitergeht. Was man nicht so macht am 31. Dezember, ne? Ab die Post, Junge! Sind gemoved, jetzt sitzen wir faktisch auf der Schattenseite des Mondes, auf Stelle 10, aber wir haben es ja so gewollt. Fakt ist, von hier haben wir viel mehr Wasserfläche, die wir abdecken können, haben extrem viel Freiwasser und sind jetzt mittlerweile auch die einzigen Angler am See. Dennoch ist das Gefühl nicht wirklich ganz so gut, denn wir glauben, wir haben es einfach vom Timing her tatsächlich dann doch verkackt. Eigentlich war ja unsere Hoffnung, dass uns genau diese milde Phase so richtig in die Karten spielt. Aber da haben wir auch noch mit Wind gerechnet. Genau die Bedingungen, die wir auch am Tag unserer Ankunft hatten. Richtig krasser Südweststurm. Das Wasser wurde total krass durchmischt. Diese, ja, ich denke mal, warme Atlantikluft, die hat natürlich auch hier wieder das ganze Wasser insgesamt, den ganzen Wasserkörper deutlich erwärmt. Und wenn du so einen Sturm drauf hast, dann entsteht eine Unterströmung. Es drückt auch noch Regenwasser rein. Es hat ja krass geregnet. Hier war einfach extrem viel Bewegung im Wasser. Das sorgt dafür, dass sich auch die Fische bewegen und dass sie Energie verbrauchen. Und wir haben diese Phase ja leider nur angekratzt. Und es war ganz interessant zu sehen, dass der Angler, der hier bereits vor uns saß, auf Stelle 10, der Platz, den wir eigentlich ursprünglich auch wollten, als wir hergefahren sind, dass der anfangs so einen krassen Sturm hatte, dass er tatsächlich nur seine Ruten geworfen hat. Der ist gar nicht erst mit dem Boot da drauf alleine, hat auch nur so ein kleines Schlauchboot. Hat seine Ruten nur geworfen, hat trotzdem ein paar Fische gefangen. Der hat halt voll im auflandigen Wind angeln können und wahrscheinlich genau die richtige Phase auch noch abgepasst. Bei dem lief es am ersten Tag direkt nach seiner Ankunft und wir sind genau einen Tag später angekommen. An dem Tag ist es bei ihm schon wieder eingeschlafen, bei uns lief es überhaupt nicht. Und danach hat er auch die letzte Nacht und den letzten Tag, den er geangelt hat, gar nichts mehr gefangen. Bei uns ist immer ein einer noch rausgelaufen. Aber ja, so richtig krass lief es dann halt doch nicht. Und das, was wir uns erhofft hatten, ist einfach so, wie wir uns das gedacht haben, nicht eingetreten. Und ich meine, klar, das hört sich jetzt an, als würden wir nach Ausreden suchen, aber wir wollen ja natürlich auch das Ganze verstehen und irgendwie mal begreifen, wie das sein kann. Wir haben diesen See jetzt mittlerweile exklusiv für uns. Wir sind die einzigen Angler am See. Wir haben die Fische definitiv gefunden. Wir haben auch schon an der Stelle, wo wir zuvor waren, an Stelle 1 und 2, haben wir mitten im Fisch geangelt. Die sind auch zum Teil, wenn auch sehr verhalten, ab und zu mal gesprungen. Sehr, sehr selten ist es passiert, aber du siehst halt auf dem Echolot, dass einfach alles voll ist mit Fisch. Und dann ist es doch schwer, sich das einzugestehen, dass wir mitten im Fischangeln aber doch keine Bisse bekommen. Und ich denke, der Grund dafür ist, ich habe es auch schon mal ein paar Mal erlebt, wenn du tiefsten Winter hast, du hast normalerweise 5, 6 Grad am Tag und nachts so leichten Bodenfrost, das wären so die Standardbedingungen jetzt aktuell. Und jetzt haben wir eine Phase mit, ja, laut Autothermometer 18 Grad heute. Also ich denke mal, realistisch sind wir so bei 14 bis 16, aber ohne Wind, wie wir es jetzt ja auch die ganze Zeit haben, hast du in der Sonne definitiv absolutes T-Shirt-Wetter. Es sind gefühlte 25 Grad. Der Wasserkörper hat sich auf über 11 Grad erwärmt und das alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Und diese Phase, windstill, extrem heiß, noch dazu sehr, sehr hoher Luftdruck, diese Phase kommt jetzt genau nach der Südweststurm, tiefer Luftdruck, alles ist durchmischt, die Fische haben wahrscheinlich totalen Fressrausch-Phase. Und das kommt natürlich so richtig mies für uns. Also genau so sollte es nicht sein. Ich denke mal, hätten wir jetzt Standardbedingungen für Ende Dezember, Anfang Januar, nämlich leichten Bodenfrost und ja, 5, 6 Grad am Tag vielleicht Maximum, hätten wir wahrscheinlich bessere Aussichten auf Erfolg als jetzt, wie es aktuell ist. Fakt ist, wir finden die Fische, die stehen eher so im Mittelwasser, nicht grundnah. Es ist aber nicht sonderlich tief, also so weit weg sind sie vom Grund auch wieder nicht. Dennoch haben die absolut keinen Bock zu fressen und sind wahrscheinlich auch so richtig gesättigt und prallvoll von der letzten Sturmwoche.
Aber ja, okay. So ist es halt, Angeln auf Einzelfische, auch in Ordnung. Dafür ist die Chance halt da, dass wir einen richtig fetten fangen. Daran glauben wir auf jeden Fall noch. Und jetzt beginnt auch der gemütliche Teil. Jetzt sind wir gemoved, jetzt werden wir nicht nochmal umziehen. Alles ist eingerichtet, die Zelte stehen. Gleich machen wir die Heizung an. Das wird nötig sein hier auf der Schattenseite. Und sobald die Sonne weg ist, wird es dann ja doch ein bisschen frischer. Und dann machen wir es uns gemütlich und feiern mal so richtig schön am Wasser Silvester. Also, drückt uns die Daumen, dass da noch was läuft. Sehr beeindruckend. Das ist beeindruckend. Du weißt, dass du 800 Fische hier in diesem See hast und die Fische so dermaßen die Mäuler zu haben. Du weißt sogar, wo sie sind. Das heißt also, im Prinzip, wir haben das gemacht, was wir am besten können. Fische suchen, Fische finden. Angeln die ganze Zeit seit 2 Nächten im Fisch. Kriegen dann wie aus dem Nichts, so komplett out of the blue, einen Lucky Punch. Und danach halt wieder 24 Stunden gar nichts. Schon. Ist halt Angeln, ne? Muss die verwöhnte Dickfischseele erstmal verarbeiten, wa? Frohes neues Jahr, Nico Brucher. Frohes neues Jahr, Christopher Paschmanns. Frohes neues Jahr. Also er macht sich einen Kaffee. Dann auch hier nochmal anständig ein frohes neues Jahr 2022. Ich sehe ein bisschen zerknautscht aus und ich glaube, das geht dem Herrn Brucher ähnlich. Und der Grund dafür ist, dass wir gestern Nacht noch überraschenden Besuch bekommen haben. Wir haben Filme geguckt, haben da gemütlich im Zelt gesessen, gut gegessen, ein Stückchen Wein getrunken und so. Und plötzlich hören wir draußen Schritte und dann kommen halt die Seebesitzer hier an und haben eine Flasche Champagner mitgebracht, irgendwie um 12:30 oder so. Ja, war mega nett, wurde aber entsprechend auch noch mega spät. Und ja, das ist passiert. Jetzt sitzen wir im Schatten, wie man ziemlich offensichtlich sieht. Die Sonne ist da drüben auf der anderen Seite. Gegen die Seite haben wir uns ja schließlich gestern entschieden. Ganz weise Entscheidung. Und was hat's gebracht? Zero. Zumindest haben wir keine messbaren Ergebnisse eingefahren. Aber die heiße Zeit beginnt ja auch gerade. Bisher ist hier ja nachts zuletzt gar nichts passiert. Und wir gucken uns das mal an, wie sich das entwickelt. Und viel mehr tun können wir eigentlich eh nicht. Aber wir bleiben dran, oder? War spät. Lange wach, wenig Schlaf. Aber egal. Ich glaube nicht, dass ich dir die Kamera jetzt noch aus dem Gesicht nehme. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die bleibt da stehen, oder? Das wird nicht mehr passieren. Nee, ich habe irgendwie auch das Gefühl. Komm, putz dir doch die Zähne. Soll ich? Mhm. Ich habe sie extra lang in der Hand gehabt, damit es nicht auffällt. Aber okay, dann. Also es ist mittlerweile schon wieder Nachmittag und es ist überhaupt nichts passiert bisher. Man sieht auch natürlich entsprechend, ne, tagsüber nichts mehr springen. Es gab genau einen einzigen Bleep auf Nikos mittlerer Route, aber die sind auch so sensibel gestellt. Da muss eigentlich nur eine Fliege der Spitze zu nahe kommen. Und das piept schon. Ja, ist krasser Totentanz. Also die verarschen uns hier jetzt gerade mal so richtig. Die werden wahrscheinlich alle schön pappsatt irgendwo im Mittelwasser rumlungern. Und sich denken, Leute, wärt ihr mal ein Wöchelchen eher hier gewesen, dann hätte es einen schönen Fangrausch gegeben, so wie das geplant war. Aber hey, das ist Angeln, das lehrt dich Demut, das gehört dazu. Und das braucht es auch ab und zu mal für so erfolgsverwöhnte Affenzippel wie uns. Naja, jetzt gibt es ein schönes Mittagessen
und dann harren wir der Dinge. Also mittags trauen wir uns nicht an die Routen zu gehen oder irgendwas zu kontrollieren, einfach deshalb, weil das zuletzt eben genau die Beißzeit war. Und das Letzte, was du natürlich möchtest in so einer Situation wie jetzt, ist einem der wenigen Fische, die vielleicht Bock haben, den Köder vor der Nase wegzuziehen. Insofern werden wir wahrscheinlich wieder in Richtung Abend zumindest stichprobenhaft Routen kontrollieren und dann so in die letzte Nacht gehen, die wir hier angeln. Mal gucken, ob wir es in der vierten und letzten Nacht auch noch drehen können und vielleicht noch den einen Fisch fangen, den wir brauchen fürs Ego. Das konnten wir jetzt irgendwie nicht auf uns sitzen lassen hier. Ja, ich habe jetzt nochmal eine große Runde mit dem Boot gedreht. Bin nochmal bis komplett ins Ende von diesem Arm hier, von dem großen Arm reingerudert. Ja, da hinten ist halt auch alles flach. Es sieht ultra geil aus, muss ich sagen. Richtig krass. Da steht alles unter Wasser. Du hast links und rechts total heftiges Buschwerk und da ist so 50 cm Wassertiefe drin. Und das geht dann natürlich auch ein paar Meter bis zum Ufer. Also rein theoretisch können sich da natürlich Fische verstecken. Je weiter du aus dem Arm rauskommst, desto tiefer wird das Wasser unter dem Buschwerk. Aber was ganz interessant war, das konnte ich auch im Echolot eindeutig sehen, das Wasser da hinten ist mehr als 1 Grad kälter als hier. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da sonderlich viel Leben drin ist. Also ich habe wenig Weißfische oben gesehen, es waren diesmal auch keine jagenden Vögel mehr da. Und es ist halt auch so nichts unterwegs gewesen. Allerdings habe ich dann beim Zurückrudern tatsächlich einen Fisch springen hören. Direkt neben so einem großen Felsbrocken, der da im Wasser liegt, auf der gegenüberliegenden Seite von unserem Platz hier und noch deutlich weiter durch. Und ich habe mich dann sofort umgedreht, um zu gucken, was es denn, ja, wo es denn war. Ich denke, es war ein Karpfen, aber ich kann es nicht garantieren. Ich bin da schon ehrlicherweise ein bisschen verunsichert hier mittlerweile. Es kann halt auch ein guter raubender Hecht gewesen sein, aber ich tippe mal, es war ein Karpfen. Und ich bin genau dahin gerudert, genau auf den Punkt, wo dann auch noch die Bläschen von dem springenden Fisch oben waren. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch eine Rute hingelegt. Also eine Rute habe ich jetzt neu gelegt, die anderen beiden lasse ich einfach liegen, weil es nach wie vor so ist, dass die meisten Fischsicheln, also wirklich massenhaft davon, nach wie vor im Freiwasser sind, ab 2 Meter Wassertiefe. Die Rute, die ich jetzt neu gelegt habe, die liegt auf 1,60 Meter Wassertiefe, also deutlich flacher und auch wirklich steinhart. Und der Spot sieht natürlich geil aus, wegen diesem krassen Felsen, der da im Wasser liegt. Aber ja, mal gucken, was draus wird. Wir müssen ja schließlich noch ein bisschen kämpfen. Nico macht jetzt noch seine Routenstartler. Ich denke mal, der lässt auch 2 liegen. Und die eine wird auf jeden Fall mal hochgehoben, um es zu kontrollieren, ob die Hakenköder in Ordnung sind. Weil wir hier definitiv für die letzte Nacht nichts dem Zufall überlassen wollen. So sieht's aus an der Châtelier-Front. Gibt's doch gar nicht. Letzter Morgen, 6.40 Uhr. Wahnsinn. Und es gibt einen Run nach ein paar Linern. Tatsächlich. Krass. Yes, Mann! Junge! Hey! Bei 23,5. Das ist safe über 20 Kilo wieder. Junge.
Junge, was ein Brett, ey. Oh, fucking hell. Letzter Morgen, letzte Sekunde. Also wirklich, wir haben mit nichts mehr gerechnet. Dann kommt das Ding hier, ey. Stabil, über 20 Kilo. Ey, komplett out. Alter, wie geil, ey. Das geht. Das war echt skurril, Leute. Ich habe doch gestern eine Rute umgelegt, ne? Eine hatte ich gestern ja noch neu gelegt, wo ich den Fisch habe springen sehen und dachte, das ist wahrscheinlich ein Karpfen gewesen. Ja, und die ist nicht abgelaufen, das nicht. Aber bei dem Versuch, die heute Morgen reinzukurbeln, dachte ich, ja, das geht aber irgendwie schwer, da hängt irgendwas drin, wahrscheinlich Holz oder so, hier treibt die auch genug davon. Ja, und irgendwann hat dann dieses Holz plötzlich angefangen, sich zu bewegen und ist nach rechts weggezogen. Ja, krass. Da habe ich doch tatsächlich am 2. Januar auch meinen Blanksaver gefangen. Sicherlich nicht der größte Fisch hier im Pond, aber der erste im neuen Jahr und sehr, sehr wertvoll für mich und vor allen Dingen auch eine richtig geile Aktion. Fett, das war mal ein schöner Morgen mit einem fetten 43er für Nico und einem Blanksaver für mich und noch dazu so einer kleinen geilen Orange hier. Richtig cool, ey. Ja, da haben wir es doch tatsächlich auf den allerletzten Drücker noch irgendwie gerissen bekommen. Absolut krass. Also der 40er war natürlich ein mega Highlight. Die Tatsache, dass ich dann auch noch einen fangen durfte und das sogar auf die Route, die ich neu gelegt habe, das war schon echt Premium und hart erarbeitet, definitiv. Was echt interessant war jetzt, wenn man das mal so Revue passieren lässt, letztlich waren wir die ganze Zeit hart am Fisch. Wir waren nie weit von den Karpfen weg und auch unsere Vermutung, dass sich die meisten Fische im Hauptkörper des Gewässers aufhalten würden und auch eher so mittig im See, hat sich im Grunde bestätigt. Das haben die Echolotsignale deutlich gezeigt. Auch die Aktivität der Fische am Abend und bei Nacht hat das gezeigt. Aber wir hatten einfach wahnsinniges Pech mit dem Wetter. Ich meine, jeder normale Mensch hätte gesagt, ihr hattet Glück mit dem Wetter. Ihr habt dabei gefühlt 18 Grad im T-Shirt gesessen. Aber genau das Wetter, was wir bei unserer Ankunft hatten und das Wetter, was wir heute bei unserer Abreise wieder hatten, das hätten wir gebraucht. Richtig geilen Tiefdruck, Nieselregen, richtig guten Wind, der eben auf diese Staumauer des Sees oder besser gesagt auf diesen Damm drauf drückt. Genau dieses Wetter hätten wir gebraucht. Und es hat sich ja auch bestätigt, dass jetzt nach den zwei Tagen mit komplettem Hochdruck und Sonnenschein dieser Wetterwechsel über Nacht die Wende gebracht hat. Und plötzlich laufen tatsächlich zwei Fische. Ehrlich krass. Ich denke mal, wir haben es anglerisch so gut gemacht, wie wir konnten. Letztlich sind wir so vorgegangen, dass Nico eher statisch gefischt hat, was sehr, sehr clever war. Er hat nach dem Move von Stelle 1 auf Stelle 10 die eine Route beibehalten, auf der er auch den Schuppi gefangen hat. Die konnten wir von der Stelle aus auch super geil anangeln. Das war auch die einzige Route, die er in der Nacht da kontrolliert oder vor der letzten Nacht kontrolliert hat. Kein Beifutter mehr, einfach nur ein ganz kleines bisschen Mais drumherum, das war's. Ja, und die hat letztlich halt auch den dicken Fisch gebracht und es war auch sehr interessant zu sehen, wie wichtig es dann teilweise sein kann, solche Plätze beizubehalten und präzise zu angeln. Und ich bin etwas mobiler vorgegangen, habe versucht, die Fische mehr zu suchen, habe mir gestern nochmal echt den Arsch aufgerissen. Naja, es hat mir jetzt kein Monster beschert, aber tatsächlich den Blankretter heute Morgen, denn der kam tatsächlich auf genau die Route, die ich auch neu gefahren habe, an diesen Steinen, wo ich einen Fisch habe springen sehen. Wir sind mega zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind auf jeden Fall gut ins neue Jahr gestartet und wir hatten zusammen eine sehr, sehr geile Zeit. Und ich glaube, auch dieses Gewässer hat uns nicht zum letzten Mal gesehen. Das schreit förmlich danach, das Ganze nochmal bei richtigen Top-Bedingungen zu versuchen, oder? 100%. Bin ich voll bei dir. Also Leute, wir sind raus. 6 Stündchen haben wir noch. Bis dahin. Adios.